zusammen und willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Franka und ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. In dem heutigen Video zeige ich euch wieder ein Unboxing und zwar diesmal von der InStyle-Box. Die finde ich richtig klasse. Die kommt viermal im Jahr, kostet 29,95 Euro und hat meistens so Beauty-Produkte im Wert von über 100 Euro. Diesen Monat soll es sogar ein Wert von über 130 Euro sein. Ich bin mega gespannt, was das für Produkte sind. Und das Tolle ist, ich darf ja auch eine Box an euch verlosen. Das heißt, wenn euch das interessiert, bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran, damit ihr nichts verpasst. Und dann wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß. Los geht's! Also ihr Lieben, die Verlosung geht natürlich nur für meine Abonnenten. Das heißt, falls ihr noch nicht abonniert habt und generell Lust auf Beauty-Themen habt, könnt ihr das gerne schon mal machen. Aktiviert auch das Glöckchen, damit ihr immer benachrichtigt werdet, weil ich uploade so 3 bis 5 Mal die Woche. Okay, dann öffne ich jetzt den Deckel und bin mega gespannt, weil man konnte noch nicht sehen, welche Produkte da drin sind. Aber man konnte schon sehen, dass der Wert wohl über 130 Euro sein soll. Und da bin ich jetzt mega gespannt und interessiert, was das denn dann für Produkte sind. Wenn man den Deckel öffnet, sieht das Ganze so aus. Das kommt immer sehr liebevoll verpackt. Und diese Box wurde mir ja zugeschickt, aber ich hatte sie auch schon selber im Abo. Das war mit eine der ersten Boxen, die ich auch mir einfach so bestellt habe. Ist schon ein paar Jahre her. Und ich freue mich jetzt natürlich umso mehr, dass ich die auch zugeschickt bekomme und dass ich auch immer eine an euch verlosen darf. Okay, jetzt mache ich das Ganze auf. Also in diesem Magazin stehen die Preise der Produkte drin. Meistens jedenfalls. Ich schaue mal gerade, ob es so ist. Nee, die Preise stehen nicht, aber ich glaube, auf der Homepage kann ich das dann irgendwie finden. Das finden wir schon raus. Und das blende ich euch dann natürlich ein, damit wir den Wert auch ein bisschen nachvollziehen können. Ne? Schauen wir uns direkt mal das erste Produkt an. Das erste, was ich hier greife, ist ein Multi-Effekt Beauty Blush von Sante. Das ist ziemlich cool. Sante ist ja so eine Naturkosmetikmarke. Und ich finde Blush, Bronzer und Highlighter aus dieser Serie ziemlich cool. Ich habe das schon im Laden geswatcht. Es hat mir sehr gut gefallen. Hier ist es halt so, dass man wirklich so einen Bronzy-Ton hat und auch noch einen etwas dunkleren und hellen Blush. Und ich sehe, hier ist auch, sind auch leichte Schimmerpartikel drin. Das ist auf jeden Fall auch immer sehr, sehr schön. Auch ich glaube, den Blush werde ich mal an meine Mama weitergeben. Man kann das so nutzen, dass man entweder zum Beispiel diese beiden zusammen mischt. Dann hat man einen etwas dunkleren oder auch die hellen oder man geht komplett rein und mischt quasi alles. Das kann man auch machen. Das mache ich jetzt einfach mal. Dann hat man so einen schönen gemixten Ton. Oh, das ist eine super Farbe. Sehe ich gerade. Und es ist auch nicht so sehr, wie soll ich mal sagen, puderig, dass es jetzt staubt. Ihr könnt quasi die Farbe selbst bestimmen. Das finde ich ziemlich cool. Und vor allen Dingen ist der Schimmer, wartet mal, so, man kann es auch wieder quasi in den Ursprungszustand zurückbringen. Vor allen Dingen ist der Schimmer nicht so extrem, also ihr glitzert da nicht wie so eine Glanzbombe. Ich glaube, den werde ich sogar einfach mal in einem neuen Make-up-Test selber ausprobieren, bevor ich ihn dann weitergebe. Ich habe nur zig Blushes, sodass ich das jetzt nicht meine Sammlung unbedingt vergrößern möchte. Aber die Farbe gefällt mir sehr, sehr gut, muss ich sagen. Das ist genau sowas, was ich mir auch gerade gekauft habe. Das gefällt mir. Und vor allen Dingen Naturkosmetik ist natürlich auch genial. Also ich glaube, das ist richtig gut. Oh, das ist toll. Dann haben wir hier von Be Natural. Das ist mit Bienenwachs. Ein Lippenbalsam. Das finde ich richtig toll. Das ist in der Duftrichtung Coconilla, also Coco und Vanilla. Ich habe das mit Granatapfel. Und davon habe ich 2 Stück und ich habe einen auch schon durch. Ich finde die richtig klasse. Die riechen total gut. Die sind gar nicht so teuer. Das heißt, die kann man sich auch nachkaufen. Ich meine, die kosten so um die 2 Euro. Ist auf jeden Fall sehr feuchtigkeitsspendend und das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Hat mir sehr gut gefallen. So, dann haben wir, boah, cool, ein Pinsel von Parsa. Und Parsa hat ja eigentlich immer Bürsten. Ihr wisst, meine Bürste liegt immer am Start. Und dass die Pinsel haben, macht auf jeden Fall Sinn. Das ist ein Puder- oder Bronzer-Pinsel. Ich denke mal, den kann man auch super nehmen, um dieses Produkt hier auszutragen. Finde ich sehr, sehr gut. Der sieht richtig schön fluffy und weich aus. Ja, sehr tolles Teil. Kann man echt super probieren. Ich bin jetzt halt komplett geschminkt, deswegen macht es jetzt keinen Sinn, dass ich das jetzt noch on top auftrage. Dann sehe ich aus wie so ein Clown, ne? Aber das finde ich gut. Sehr schön. So, dann haben wir, oh, etwas von Matt Maski. Das mag ich ja total gerne. Eine Leave Me On Winter Mask.
Wahrscheinlich einfach so eine Maske, die man über Nacht drauf lässt, könnte ich mir vorstellen. Oder einfach bei kaltem Wetter. Ich lese euch das mal vor. Mud Masky Leave Me On Winter Mask. The first step to a softer skin in the winter. Moistures, nourishes and protects your face in cold winters. Works perfect against dryness and flaky skin due to the cold. Genau. Wash your hands and face. Apply a thin layer on your face. Leave the face mask on during the day. Okay. Aha, also bei kaltem Wetter soll man es auch, wenn man zum Beispiel jetzt rausgeht oder so, einfach auftragen, vielleicht wie eine Creme. Hier steht zwar, dass es eine Maske ist, aber es ist wahrscheinlich dann eine Art Creme. Ich probiere es mal auf der anderen Seite meiner Hand. Teste das mal, wie das von der Konsistenz ist. Ich kann mir vorstellen, dass es sauteuer ist, weil die Sachen von denen sind immer sehr teuer. Manche Sachen finde ich gut, manche weiß ich nicht so genau, was ich damit machen soll. Manchmal ist es, weil die benutzt man anders als andere Produkte. Ne? So, hier ist das drauf. Oh, das riecht aber ganz angenehm, nicht penetrant parfümiert. Hier sind sowieso keine Phthalate drin, keine Parabene. Es ist nicht an Tieren getestet. Es sind nur natürliche Inhaltsstoffe. Es kommt wohl aus Amsterdam. Das riecht wie so eine ganz angenehme Creme, muss man sagen. Und es zieht auch total schnell ein. Also man hat dann keinen Fettfilm drauf und ihr seht auch, man glänzt auch nicht. Das heißt, das kann man vielleicht einfach mal für den Sonntagsspaziergang drauf lassen, wenn man kein Make-up drauf hat und ja so kaltes, windiges Wetter ist. Vielleicht ist das ganz gut. Und man macht es gar nicht ab. Okay, auch nicht schlecht. Habe ich noch nie was von gehört, aber wahrscheinlich dann abends schon abmachen, bevor ihr schlafen geht. Ja, ist ja immer wichtig, die Haut nochmal zu reinigen. Okay, dann haben wir hier einen kleinen Teller. Das ist ja süß. Oh, da ist so ein bisschen Staub von diesen Papierchen hier drauf. Pretty Little Things steht da drauf. Das finde ich total süß. Solche Tellerchen kann man eigentlich immer ganz gut gebrauchen, um mal irgendwas abzulegen. Und ja, warum nicht? Finde ich gut. Vielleicht ist da noch irgendwas mit dazu dabei. Zum Beispiel kann man auch eine Kerze draufstellen oder einen Löffel ablegen oder irgendwie sowas oder sein Teebeutelchen oder so. Das finde ich immer süß. So, dann haben wir von La Roche-Posay ein Hyaluronsäure-Serum, würde ich sagen. Ein Anti-Wrinkle-Konzentrat. Genau, mit Hyaluronsäure und B5. Und zwar ist das wohl ein regenerierendes und aufpolsterndes Anti-Falten-Serum-Konzentrat. Ja, das ist sehr gut. Also mit sowas macht ihr nie was falsch. Ich benutze sehr häufig Hyaluronsäure. Aktuell nutze ich so ein bisschen andere Cremes und Serien, aber ich nehme eigentlich jeden Tag irgendein Serum in irgendeiner Form. Entweder Hyaluronsäure oder irgendein anderes Vitaminserum für die Haut. Irgendwas, gerade jetzt im Winter. Sommer wollte ich schon sagen, gerade jetzt im Winter ist es vielleicht nicht schlecht, ne? Und das werde ich auf jeden Fall auch mal testen. Sehr gut, weil La Roche-Posay ist eine schöne Marke, gefällt mir gut. Gut, dann haben wir hier etwas von Lirac. Das ist auch eine schöne Marke. Aus der Apotheke kenne ich das. Ich hatte davon mal eine richtig coole Augencreme mit Deckkraft. Also wenn ihr so eine natürliche getönte Augencreme haben wollt, weil ihr kein Make-up benutzt und kein Concealer, kann ich euch von Lirac echt das empfehlen. Das hatte ich mir früher immer gekauft und als einzige Augenpflege genommen sozusagen. Und das hat auch gleichzeitig meine Augenschatten korrigiert. Daher kenne ich die Marke. Das fiel mir letztens gar nicht ein, weil wir hatten letztens schon mal etwas von Lirac in irgendeiner Box drin. Und das ist jetzt hier aber ein Anti-Ox Renewing Cream Gel. Anti-Aging, Ausstrahlung, hauterneuernde Anti-Ox-Gel-Creme. Reaktiviert die Ausstrahlung, korrigiert Falten und schützt die Haut vor schädlichen Umwelteinflüssen. Für normale bis Mischhaut, das ist super, dann ist es für meine Haut. Ich glaube, die letzte war so eine reichhaltige Creme, die ich an meine Mama weitergebe, aber die werde ich dann selber verwenden. Das hört sich gut an, auch mit Hyaluronsäure, mit antioxidativen japanischem Schnurrbaum. Okay, interesting. Ein Schnurrbaum. Vielleicht finde ich ein Bild und dann blende ich euch mal den Schnurrbaum ein. Das finde ich immer gut. Immer wenn ich meinem Mann erzähle übrigens, ja, kennst du Centella Asiatica, kennst du das? Weil der kennt sich so mit Pflanzen aus, ne?
und der liest dann die Vorteile dieser Pflanze, dann will der mir immer diese Pflanzen anbauen. Dann sage ich ja, und wie sollen wir jetzt den Wirkstoff raus extrahieren? Das ist so geil, ne? Also es ist süß, aber ich vertraue dann doch lieber auf eine Creme, die irgendwo im Labor zusammengemixt wurde, weil dann weiß man auch, die Konzentration passt, da ist keine Verunreinigung und es ist auch nicht zu viel. Und da steckt dann irgendeine Forschung dahinter, aber ich glaube, mein Mann hätte Lust, mir mal selbst eine Creme anzurühren. Vielleicht machen wir das noch irgendwann. So sieht die auf jeden Fall aus. Finde ich richtig süß. Schönes Design schon mal. Verpackungsopfermäßig haben sie mich damit. Und ja, das teste ich einfach mal, wenn meine anderen Cremes alle sind. So, freue ich mich. Dann haben wir noch mehr. Oh, was zu essen. Das passt immer gut. Lähnchenlebkuchen. Das sieht voll saftig aus. Oh, sehr schön. Ich glaube, den probiere ich gleich mal am Ende. Oder teile ihn mir heute Abend mit meinem Mann. Auf jeden Fall sieht der richtig gut saftig aus. Lähnchenlebkuchen. Sehr, sehr schön. Und dann haben wir hier etwas, das finde ich ja auch interessant. Und zwar marokkanisches Arganöl. Ein Shampoo. Oh, das ist toll. Von Herbal Essences. Real Botanics mit 90% natürlichem Ursprung. Ich muss sagen, das kann sein, dass das jetzt hier irgendwie etwas für sehr trockene Haare ist. Dann wäre es nichts für mich, weil meine Haare sind so fein. Und wenn ich da zu reichhaltiges Shampoo benutze, dann werden die so runtergedrückt und das gefällt mir dann nicht. Aber ich rieche mal da dran. Ich glaube, mit Arganöl, das kann ich auch gut an meine Mama weitergeben. Oh ja, oh, riechen tut's fantastisch. Oh, ganz toll. Das ist echt cool. Und ich denke mal, für trockenes Haar ist es genau das Richtige. Für meins vielleicht ein bisschen zu viel. Aber ausprobieren werde ich es auch. So, und dann haben wir noch etwas. Wir haben noch ein paar Sachen hier. Und zwar auch eine Karte. Shine like the whole universe is yours. Super. Die kann man auf jeden Fall verschicken. Das finde ich schon mal schön. Dann haben wir hier ein Bubble Body Wash Pad mit Enzymen, mit fermentierten Otaka-Enzymen aus natürlichen Pflanzenextrakten. Das hört sich ja mega interessant an. Porentiefe Reinigung, samtweiches Hautgefühl und intensive Feuchtigkeitspflege. Das ist ein Waschpad, okay? Nimmt man das für den gesamten Körper? Mhm. Ja, also hier Anwendung. Waschpad aus der Verpackung nehmen, schäumende Pflegeseite, die ist wohl weiß, mit kreisenden Bewegungen 3 bis 5 Minuten auf den angefeuchteten Körper einmassieren und die strukturierte Reinigungsseite, die ist dann wohl rosa, sorgt für eine noch effektivere Tiefenreinigung. Okay. Vielleicht auch, wenn man so kleine Pickelchen hat, so am Dekolleté oder auch an den Beinen oder so oder auch an den Armen, da gibt es ja auch so Unterlagerungen, ne? Ist es vielleicht mal nicht schlecht, ne? Also das werde ich ausprobieren, finde ich ziemlich interessant, habe ich noch nie was von gehört. Gefällt mir. So, und dann haben wir hier noch einen Gutschein für eine Bräunungsdusche von Tantastic. Das ist ja nicht schlecht. Ein Spray-Tan kann man sich da machen lassen. Jetzt muss man nur gucken, bei Sunpoint gibt es das wohl. Und der gilt bis Mitte nächsten Jahres. Das finde ich schon mal schön. Und ich glaube, mit 24,90 Euro kommt man damit aus, dass man das auf jeden Fall einmal ausprobieren kann. Und ich glaube, dann mache ich das sogar mal, weil so eine Bräunungsdusche kann ich mir vorstellen, wenn das jemand anderes macht oder wenn man sich da reinstellt und dann dreht man sich und so, dass das ganz gut funktioniert, warum nicht? Und das wird dann in einem Solariumstudio gemacht, aber halt ohne schädliche UV-Strahlen, weil es halt einfach ein Self-Tan ist, ne? Ja, das gefällt mir, werde ich austesten. Okidoki, das war es soweit von den Produkten. Ich fasse noch mal kurz zusammen. Wir haben das Body Wash, wir haben diesen schönen Pinsel. Wir haben diese Maske, ich glaube, die wird sehr, sehr teuer sein. Die Creme ist auch nicht ganz günstig. Dann haben wir das Serum noch dazu, das Shampoo und auch noch den schönen Teller sowie ein Labello und auch noch den Rouge, ne? Und dann noch auch diesen Lebkuchen, den ich vielleicht gleich auch noch teste. Aber ihr habt hier auf jeden Fall auch noch weitere Rabatte drin in diesem Heftchen. Dieser Teller ist gedacht als ein Schmuckteller, wo man zum Beispiel seine Ringe ablegen kann. Das finde ich ja echt süß. Pretty Little Things.
Genau, das finde ich schön. Dann kriegt man auch noch Rabatt oder auch Gutscheine bei Douglas und so weiter. Dann gibt es Gutscheine für Kale and Me, also etwas für Nahrungsergänzung und so weiter. Also coole Sachen. Summa summarum, das ist der Wert der Box. Ich glaube, sie haben gesagt über 130 Euro. Ich nehme mal an, dass wir da auch hinkommen. Ich werde jetzt einfach mal ans Leckerli hinten dran diesen Lebkuchen hier testen. Oh, der riecht gut. Oh, der ist richtig saftig. Mhm. 1A. Also der ist sehr saftig, schmeckt richtig gut. Man sieht auch schon, dass der sehr feucht ist. Auf jeden Fall, ihr Lieben, wenn ihr diese Box gewinnen wollt, müsst ihr nichts weiter tun, außer natürlich Abonnent meines Kanals sein, dem Video bei Gefallen einen Daumen nach oben geben, mir einen lieben Kommentar hinterlassen, gerne mit dem Hashtag InStyle. Und schon seid ihr dabei. Schreibt mir auch mal gerne, welches Produkt euch am meisten interessiert aus dieser Box. Ich finde sehr viele cool. Ich kann mit allen was anfangen. Und ich werde die jetzt auch alle mal austesten, was ich gut finde, dass hier wirklich andere Sachen drin sind als in den anderen Boxen. Keins davon hatte ich schon jemals in einer anderen Box. Sonst hat man ja auch hin und wieder mal Sachen doppelt. Das war jetzt hier nicht der Fall. Das finde ich immer besonders gut. Und mir hat es sehr gut gefallen. Ich hoffe, euch auch. Und da würde ich mich sehr freuen, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Ich verlinke euch auch gerne nochmal hier zwei meiner letzten Videos. Hier könnt ihr mich abonnieren. Dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal.